Willkommen, willkommen zu Planet Base, ein winziges kleines Tutorial zum Geoforming. Wir sind jetzt hier auf dem letzten Planeten. Am Anfang war es ein bisschen hibbelig, weil ich nicht mitgekriegt hatte, dass beim Startteam kein Dock bei ist. Und dann hatte ich meinen ersten verletzten Miner und, naja, kein Arzt. Das war ein bisschen unschön. Wie auch immer, ein kleines Tutorial fürs Geoforming hier. Man kann nämlich praktisch jeden Berg wegmachen, wenn man will. Dauert ein bisschen länger, aber es ist machbar. So, wir zeigen das mal kurz hier. Hier haben wir einen kleinen Berg und den will ich weghaben. Hier will ich nämlich was hinbauen. Also nehme ich mir jetzt mal eine Mine. Na, vielleicht nicht die Mine, vielleicht hätte ich mir einen besseren Punkt suchen sollen. Also technisch geht es auf jeden Fall, diesen Berg hier wegzumachen. Aber es dauert ein bisschen. Wir machen hier sowas. Okay, machen wir wieder weg. Wir spielen hier so lange rum mit dem Errichten und Abreißen von Gebäuden. Oh, das sieht super aus. Zack. Zack. Bing. Und dadurch machen wir hier den ganzen Berg Stück für Stück kaputt. Seht ihr, hier haben wir eine richtige Schneise reingeschlagen. Bloß weil wir hier versucht haben, die Mine zu errichten mit dem Wege verbinden, kann man dann immer mehr hier wegmachen von dem Fels. Na komm, ich habe da eben gesehen, da war ein Sweet Spot. Ja, ja, lass es gewittern. Na komm schon. Ich habe ihn gesehen. Ne, das bringt nicht so. Okay. Mein Lieblingsgebäude. Großes Teil. So, wieder ein Stück weg dort. Nochmal. So, seht ihr? Ihr geht immer mehr weg von dem Berg. Und wenn man einen gewissen Grenzwert erreicht hat, kann man dann hier wirklich praktisch den ganzen Berg wegräumen. Wieder ein großes Stück hier weggehauen. Das ist richtig schick. Das gibt hier keine Grenze. Man kann, wenn man genug Geduld hat, jeden Berg wegformen. Terraformen. Richtiges Geoengineering betreiben. Es erfordert natürlich Geduld. Und was wir jetzt hier in so einem kleinen Tutorial nicht haben, ist Geduld. Aber ich glaube, das Prinzip ist klar. Und in dem anderen Video mit der Riesenstadt hat man ja gesehen, dass ich wirklich komplett in Berge reingebaut habe. Ach ja, man muss aufpassen, wenn man etwas weggeräumt hat. Nach dem Neuladen werden die Gebirge wieder aufgebaut, wenn man die platt gemacht hatte. Hier, seht ihr, jetzt kann ich jedes... Na, nicht widersprechen. Ach so, da steht das olle Ding noch. Ha. Ja, es ist dunkel. Gut. So. Na komm schon, komm schon, komm schon. Planet Base, Planet Base, Geoforming. Zack. Jetzt ist hier der ganze Büppel weg. Man sieht, der Berg wird Stück für Stück abgetragen dabei. Und na, einer vielleicht noch loskommt. Wenn jetzt noch einer richtig super geht, dann machen wir den noch. Ah, will nicht so super sein, wie ich mir das wünsche. Nee, ich müsste auf der anderen Seite. Ich müsste hier so einmal durch, richtig schön durchhacken. Aber das will noch nicht. Hier ist noch ein bisschen viel an der Ecke. Ein bisschen viel im Weg. Und der reicht noch nicht ganz durch. Sehr schön. Typisch, typisch, typisch. Ja, aber ich denke, das Prinzip ist jetzt klar und ich brauche hier nicht weiter rumspielen. So, wie auch immer. Und das Ganze funktioniert übrigens auch mit Wasser. Hier, seht ihr? Hier habe ich eine Landbrücke errichtet über dieses Wasser drüber. Hier ist nämlich eigentlich keine Verbindung. Die kann ich jetzt nicht wegmachen. Warum nicht? Ach, weil das hier noch nicht verbunden ist. Okay, machen wir ein bisschen plus, 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 plus. Baut mal, Jungs. Schnell. Ja, die Basis hier ist noch nicht so groß und so schön ausgeglichen. Hier fehlt es ein bisschen an Metall. Und alles andere sieht gut aus. Ich hatte ein bisschen Energieprobleme letztens, deshalb ist hier ein bisschen ausgestellt. Das hier ist sowieso ausgestellt, damit, wenn hier Banditen kommen, die nur einzeln durch die Schleuse können, kommen. Ich habe noch nicht so viele von den Cops. Wachen. Hier ist die zweite Kammer für die Cops, die ist noch komplett leer.
Aber das wird schon noch. Oder auch nicht. Eigentlich weiß ich nicht mehr, wozu ich hier noch irgendwas bauen sollte. Im Grunde genommen ist es jetzt nur noch ein Grinden nach den Errungenschaften, die ich in den anderen Welten schon gemacht habe. Es bringt gar nichts. So, wie auch immer. Hier, das wollte ich ja zeigen. Hier habe ich eine Landbrücke gebaut. Die könnte ich jetzt wegreißen. Zack. Jetzt mache ich einen Spielstand. Speicher mal. So, jetzt laden wir den Spielstand. Ja, und laden. Achso, kann ich auch fortsetzen machen, ist egal. Und tada, 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 tada. Na komm schon. Los, los, los. Es ist wieder Wasser. Also Methan oder was das hier sein soll. Zack. Ich habe das jetzt hier schon vorbereitet. Ich habe hier rumgemokelt, auch mit kleinen Gebäuden hier an den Rand gebaut. Um dann hier die Ausbuchtung ein bisschen zu erweitern. Hier ein kleines bisschen erweitert, bis sie endlich tatsächlich dicht genug hier dran waren, dass ich hier einen Weg drüber bauen kann. Das ist natürlich jetzt auch möglich zu erweitern. Mit anderen Gebäuden, wenn man hier nämlich erstmal einen Weg hat, dann kann man natürlich sehen, dass man vielleicht das nächste Gebäude ein Stück weiter rein hier bringt. Hier ist jetzt ein bisschen mehr Gelände, dann kann man den nächsten Büppel hier drüben hinsetzen, dann hier ein bisschen schräg bauen, dann kann man sich hier wirklich Land erschließen. Aber wozu? Das Spiel ist fertig, ich habe hier nichts mehr zu tun. Und damit verabschiede ich mich von euch. Das war's mal wieder von eurem Graybird mit Geoforming. Geoforming. Klingt denn das? Ja, hier glaube ich kann man das gut zeigen, wie man auch Wasser wegmachen kann. Das machen wir noch kurz. Los, los. Bom. Zack, zack. Zack. Na los. So, und jetzt können wir hier auch was hinbauen. Hier habe ich auch das Gebirge eingeebnet. Hier sind auch eigentlich Berge noch größere drunter. Die habe ich hier platt gemacht. Hier habe ich mir auch etwas Platz errungen. Das sieht man immer an diesen steilen Kanten. Da habe ich mich reingebohrt in den Felsen. Hier habe ich ein bisschen gemacht. Hier auch so schön glatt. Hier habe ich mich auch reingedrückt in den Berg. Und Land geschaffen. Bauland geschaffen. Naja, man muss schon sehen, wie man zu Rande kommt auf so einer Map. Außerdem kann man einfach seine Städte schöner bauen, wie man will, wenn man sich ein bisschen Land verschafft. Jo, ich glaube, das reicht jetzt wirklich. Jo, tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Graybird.